Irgendwie bin ich anscheinend zu früh schlafen gegangen. Es ist noch mitten in der Nacht. Und dann sollte ich vielleicht keine Zeit verlieren und einfach so versuchen, in diese Höhle vorzudringen. Taschenlampe ist noch gut geladen, also los. Bevor ich wieder auf weitere von diesen weißen Kannibalen hier treffe. Ich glaube, da vorne bei den Felsen war der Eingang. Ja, hier ist es. Mein Gott. Ich habe keine Schaltkreise mehr, sonst könnte ich noch neue Bomben bauen. Ich glaube, mehr Uhren kann ich gar nicht mehr in meinen Rucksack packen. Na. Oh Gott, oh Gott. Wie viele Menschen das hier das Leben gekostet. Sind die alle aus dem Flugzeug oder? Wer weiß. Da unten sind welche. Okay. Ich stelle mich dem Kampf. Oh shit. Eine von diesen Riesenbestien. Okay, dann werden wir mal ausprobieren, wie viel die wirklich aushalten. Vielarmige Monstrum. Ich muss noch näher ran. Verdammt, die fallen da die Schlucht runter. Ich treffe das Vieh gar nicht. Komm hierher. Der hat gesessen. Was immer noch? Jetzt. Drei Stangen Dynamit. Wahnsinn. Jetzt habe ich kaum noch Sprengstoff übrig. Das heißt, jetzt muss ich vorsichtiger vorgehen. Jetzt muss ich noch gucken, ob hier noch irgendwas anderes war. Ein alter Essenscontainer aus dem Flugzeug, aber sonst nichts. Den Arm nicht aufnehmen, aber vielleicht will ich das auch gar nicht. Könnte es sein, dass das hier die große Höhle ist? Sieht bald danach aus. Die anderen Sprengladungen habe ich schön verschwendet, die sind irgendwo runtergefallen. Mal sättigen.
für ein Schrecken erwartet mich wohl als nächstes hier? Dosen. Was ist das denn für ein Geschrei? Oh mein Gott, was sind das denn? Ah, das sind Babys. Mutantenkinder. Oh mein Gott. Ah. Schert euch weg von mir. Gott, wie widerlich. Dynamit, wenigstens das. Ich muss mich gleich erstmal irgendwo aufwärmen. Mein Gott. Scheint es nirgendwo weiterzugehen. Hier am Rand doch. Kinderstube der Mutanten. Ich glaube, ich habe noch nie was so Widerliches gesehen. Komm ich hier irgendwie durch? Ah. Verdammt. Ich bin ganz am anderen Ende der Höhle hier. Okay. Ja, doch. Unmöglich zu sagen, wie tief es da hinabgeht. Noch habe ich genug Essensvorräte, aber... Ah! Okay, das ging gerade so gut, aber jetzt? Oh. Oh. Lass mal hier rauf.
Dann geht's weiter nach oben. Ich glaube, allzu tief nach unten will ich nicht. Das ist diese große Höhle, glaube ich, in der ich schon war. Vielleicht muss ich später hier nochmal zurückkehren, aber jetzt... Oh. Und jetzt, wo bin ich jetzt? Eine moderne Axt. Stärker und schneller als die bisherige und macht sogar mehr Schaden als mein Katana. Ist nur nicht ganz so schnell. Ist auf jeden Fall mal eine Alternative. Da geht's nicht weiter. Sieht nicht so aus, als ob ich da rüber komme. Ich muss runter. Also doch hier runter, verdammt. Ich hoffe, ich finde hier wieder lebend raus. Immer noch nicht ganz unten. Und jetzt? Ist hier irgendwo ein Ausgang? Den Sturz überlebe ich doch nicht. Jetzt langsam weiter. Ich kann nur versuchen, darüber zu springen. Wo sind wir denn hier? Immer noch irgendwo in diesem Bereich. Auf der anderen Seite des großen Loches anscheinend. Hier oben gucken, aber ich glaube, das hier war nur ein kleiner Vorsprung, oder? Da geht's nirgendwo weiter.
Also abwärts. Verdammt. Mit Steigeisen würde ich hier weiterkommen. Was haben wir denn hier? Eine Bibel. Die hilft mir ja auch nicht. Ich muss auf die andere Seite. Stone sieht so aus, als wenn er Treppenstufen wären. Komme ich denn irgendwie darüber? Ja. Auch das höchstens mit einem beherzten Sprung. Mit einem Sprung das Seil da erreichen könnte. Kann ich da irgendwie rübersteigen? Wenn ich da denn irgendwie raufkäme hier? Keine Chance. Oh. Ach, verdammt. Das ist Seil. Geschafft. Keine Ahnung, wie das sonst gehen soll. Okay. Okay, ich versuche von hier aus weiter rauszukommen. Irgendwie muss es klappen. Ja.